Also ich für meinen Ja, Teil, ich aber will mich weißt noch ein du, bisschen weiterentwickeln. was Die mich Dinge. gestört hat, ist, das Ding ist ein auch kein billiges Headset gewesen. Ja. Und dann haben die diese Verschalung aus Metall und machen die Bolzen aus Kunststoff. Na, das ist doch schon ein Schwachsinn wieder an sich. Ist wieder am falschen Ende gespart. Ja. Schade. Weißt du, wegen ein paar Pfennig, da hätten sie sagen können, dann ist es halt 2 € teurer, da hätte ich auch gekauft. Ist mir scheißegal. Hauptsache, die Bolzen, die platzen da nicht ab. Ja, das ist halt immer typisch Made in Taiwan, ne? Ja, aber die wollen ja auch gar nicht, dass ihr Zeug lange hält. Ja, das ist ja so gewollt. Das ist ja auch an den heutigen Elektrogeräten. Die halten dann maximal bis zur Garantie, vielleicht noch einen Tag länger. Die sind ja so gemacht, dass sie ungefähr 1 oder 2 Tage nach Garantieablauf dann kaputt gehen meistens. Das ist bei Waschmaschinen ist es immer Oh so Gott. mal aufgefallen. Unten ist ein Flitze-Zombie. Ah, ein Flitzer. Ja, der ist ja total auf Crack. Was ist mit dem los? Angeblich haben sie die doch jetzt ein bisschen weniger gepatcht, was das Spawnen angeht, seit 1.60, glaube ich, oder 1.62, was ich da gelesen Also, habe. wir haben sie vorher, also ich habe sie erst einmal gesehen, der Barney gar nicht. Aber seit dem Patch rennt hier dauernd eine rum. Ja, also seit meinem Come-In hier, Coming-In, wenn man so will, Creeper! habe ich schon 2 oder 3 Stück gesehen jetzt. Ja, zeig mir deine traurigen Augen. Nein! Räumst du hier auf, oder was? Ja! Übrigens möchte ich einen kleinen Sicherheitshinweis geben. Solltet ihr auf meinen Turm gehen, Achtung, teilweise kein Geländer mehr da. Oh. Oh, das ist praktisch. Um viel mehr Glas. Oh. Ich ziehe einen Glasbalkon rundherum. Also, Oh, das ist habe sehr ich dich schön. echt tatsächlich so stark suggestiv beeinflusst, dass du es tatsächlich machst? Ja, ich finde Krass. das eigentlich ganz praktisch, wenn man vernünftig rundherum gucken kann. Also, das ist nicht schlecht. Ja, das macht dann auch diese Aussichtsplattform ein bisschen sinnvoller. Krass. Ja, du kannst halt schlecht über den Zaun gucken und siehst schon mal gar nicht, was unter dir ist. Und mit dem Glasboden ist das natürlich dann. Pulli. Da komme ich doch gleich mal rüber und schubs ein bisschen. Das Ich ist bin ja nur, nicht weil so er rum, mit ich bin ja mir in so. der Wüste war und Sand geholt hat. Oh Ich weiß, weh. ich habe ja so viel Sand, da kann ich mir das erlauben. Da schubse ich, aber weh, ihr schubst euch wieder durch das Loch durch. Oh Gott, ich sehe es dann wieder kommen und ich kriege das gar nicht mit, weil ich Bin ja weg stabil auf dem bin. Boden. Ich bin ja so weit weg und ihr geht dann hinterher hin und macht dann wieder das Todesfallenspiel da. Eieieiei. Ja, aber du darfst nicht vergessen, das ist auch dann eine gewisse Sicherheit, wenn du so weit weg bist. Dann kannst du schon mal nicht geschubst werden. Ja, ich habe mich dort ja auch immer nur etwas zaghaft draufgestellt. Hat auf mich geschossen? Ich Nur weiß es Probe? nicht, ich kann es nicht sehen. Ganz friedlich. Ganz friedlich, habe ich gesagt. War doch gar nichts. Was willst du denn? Ich will Ein nur auf mein Ei. Haus gehen. Ich wollte nur ein Ei holen. Kein Ei da. Ein Drin ist ein Ei da. Ei. Eben war noch kein Ei da. Ich habe gerade reingeguckt. Oh Mann, ich schmeiße hier bei dir down in den Stall, damit ein zweites Huhn auftaucht, dass sie Sex machen können. Und es funktioniert einfach nicht. Ja, ich weiß. Mal schmeiß ja auch mehr rein und es Oh funktioniert nicht. Gott, was ist denn mit meiner Plattform passiert? Da fehlen Ja. die Chunks. Das ist Seit wo? Nur wahrscheinlich bei dir? irgendwie ein Ladefehler oder so. Müsstest du reloggen? Müsstest du Ja, reloggen? was? Das taucht bestimmt gleich wieder auf. Bis du ins Nirvana fällst. Also Warum ist da oben ich. der Balkon jetzt nur halb? Ja, weil ich noch nicht genug Glas gebacken habe. Achso. Also ich Das packt weiß, sich dass vor ich sich mal hin. auf dem ersten oder zweiten ICBC-Server, da hatten wir mal das Problem. Da haben sogar mal 2 ganze Chunks gefehlt. Und ich war gerade mit dem Boot unterwegs, ne? Und ich habe mir gedacht, oh, das lädt bestimmt nach. Ja. Ich bin Bist mit du dem Boot ins reingefallen? Leere gefallen. Ins Nichts. Und beim Reloggen, da stirbst du dann fast. Nee, das Ganze war lustig. Ich hatte so eine Speed drauf. Und da bin ich vom einen Ende, quasi von dem schmalen Ende aufs andere Ende rüber geflogen. Und dann bin ich wieder mit dem Boot an die Oberfläche gekommen und konnte weiterfahren. Das ist auch mal ein recht lustiger Bug gewesen. So. Jetzt haben wir hier Bist du mal, denn kann ich wieder machen? weiterfahren. Meistens, sag ich mal, meistens tauchen die Umgebungen ja auf, wenn du nah an die Kante Das gehst. ist richtig, ja. So, jetzt habe ich schon fast wieder komplett hergestellt. Im Moment ist ja meine
Regelung ist also meine Kollegen von Multibox Gaming, ich mache jetzt mal ein bisschen Schleichwerbung, ich hoffe, das ist gestattet, die testen ja im Moment Cube World aus und auch StarMade. Das ist zwar noch in der Alpha und das kostet umgerechnet, sagen wir, 2,38 Euro oder sowas, oder sagen wir 2,50. Ne? Und du kannst, das ist wie Minecraft im Weltraum, kannst du sagen. Kannst du hingehen, kannst du ganze Planeten weglutschen. Ist einfach hin, kommst dann mit so einem Mining-Schiff quasi, hast Mining-Laser. Innerhalb von ein paar Minuten oder sagen wir eine Stunde oder so oder anderthalb hast du den ganzen Planet weggelutscht. Kannst die ganzen Ressourcen dann an einer Station oder so verscheuern. Aber nur bis zu, glaube 999 Stück oder sowas. Oder 99 Stück, ich weiß gar nicht mehr. Ich habe es nicht sehr lange gespielt. So, jetzt ist mein Boot kaputt. Oh. Mein Boot. Es ist kaputt. Mein Boot ist kaputt. Ich wollte es doch noch. Oh. Schade. Ja. Kein Boot. Ah, lass ich es halt zurück. Ich schwimme jetzt den Rest. Ist nicht mehr weit jetzt. Minecraft im Wild, Alter. Wir können das ja schon fast Starcraft nennen. Ne? Ja, es ist mit vier Dimensionen. Oder drei Dimensionen. Du hast auch wirklich eine Z-Achse, eine Y-Achse und eine X-Achse, wo du unendlich weit fliegen kannst. Und der Leiter von der Community, von der Multibox-Community, Defcon, auch bekannt als Schichtler, der hat einen eigenen StarMade-Server dafür aufgemacht. Da ist ganz schön was los. Es gibt auch schon einzelne Clans, beziehungsweise, oder Gilden, ich weiß nicht, wie es dort heißt. Und die machen auch richtig was mit Roleplay und so, ne? Du kannst im Weltraum, kannst du verlassene Schiffe finden, du kannst sie erobern und kannst sie mitnehmen. Die haben dann Schutzschilde, Waffensysteme, Antrieb und alles mögliche an Schnickschnack. Ist schon ziemlich interessant. Klingt witzig, ja. Ja. Wenn es einen anständigen Ausbaustatus mal hat, das Spiel. Ja, im Moment ist es halt noch Alpha, aber... Ja, weißt du, das ist aber immer so ein fader Beigeschmack bei diesen ganzen Alpha-Dingern, die du dann auch zum Beispiel kaufen kannst für einen geringen Preis, ja, um es zu unterstützen. Ja, und das war hier ja im Prinzip ähnlich, aber... Hast du ja auch für 5 gekriegt oder so. Es gibt natürlich auch viele von diesen Projekten, die werden dann ja eventuell auch nix, weißt du? Ja. Da hast du den ganzen Scheiß gekauft und es kommt nichts mehr raus. Ja, das Spiel ist auch nicht so groß, es hat auch bloß ein paar Megabyte. Das ist ja auch, glaube ich, auf, ich weiß nicht, war es auch auf Java programmiert oder so, ich bin mir nicht ganz sicher. Aber mal sehen, was da draus wird. Was ich immer noch sehnsüchtig war, die ist halt das nächste Neocron. Ah, da ist die große Preisfrage. Wie sieht's aus? Da würde ich noch eine Weile warten. Ja. Ja, das kann auch ein Momentchen dauern, ja. Also ich glaube in Richtung Kirk, also nuklear. Nukula, genau. Braucht man nicht zu warten. Da wird sich wahrscheinlich irgendwann mal wieder, wenn sie es mal aus der Versenkung holen, weil sie irgendwie mal die Idee haben, es könnte ja eventuell irgendwas Brauchbares bei rauskommen, dann graben sie es immer mal aus. Dann wird immer gesagt, ja, wir arbeiten hier und da dran und im Endeffekt hörst du dann wieder ein Jahr lang oder zwei nix. Mhm. Oder wenn sie was zum Vorzeigen brauchen. Und das aktuelle Community-Team, also ich denke schon, dass sie das aktuelle Neocron gut pflegen weiter, aber ich glaube, was sich tatsächlich Neocron 3 nennen könnte, ich glaube, das ist noch lange nicht da. Ja, das, so langsam bekomme ich da auch das Gefühl. Aber was ich halt gut finde, ist, dass der Fatal in Neocron, das kennt ja jeder von uns, dass der weg ist. Ich habe bis jetzt keinen Fatal mehr. Bin zwar, das Einzige, was mich noch ein bisschen nervt, ist, dass ich ab und zu noch willkürlich rausfliege. Das ist meistens frühest dann nach dem Server-Neustart, nach der Maintenance, dass ich da rausfliege, aber sonst, nee, nichts mehr. Absolut nichts mehr. Ja, also, das muss man ja auf jeden Fall sagen. Was das Technische angeht, da haben sie schon viel bewegen können. Also, dass es bugfrei ist. Neocron ist ja nun mal das Bugspiel schlechthin. Ja. Und da muss ich schon sagen, das ist ordentlich geworden. Aber, ja. Wie gesagt, neue Inhalte kamen bisher ja noch keine. Ja, aber es ist ja nicht mit dieser Storyline da. Pulverfass oder Powdercake, wie sie es nannten.
Geht, kommt da eigentlich noch irgendwann mal was? Ich habe keine Ahnung. Tja, das ist die große Preisfrage, meine Damen und Herren. Ob noch was kommt. Und Storyline ist ja immer das eine, aber richtige Inhalte wären mal was, weißt du? Tja, ich sag dir was. Missionen, NPCs, eventuell mal irgendwas Grafisches, neue, weißt du? Ja, neue Zonen. Neue Modelle. Die sollen mal wieder ein Ding machen, eine Mall. Ich hätte nichts gegen eine Mall. Absolut nichts. So, ich bin da. Ich bin an Land. Das gelobte neue Land. Ich bin angekommen. Die Mall war immer witzig. Ja, ja, da haben wir lustige Sachen gemacht. Schöne Rhino-Packs und so. Ja, die Imps, was du dort bekommen hast, waren geil. Die Waffen, alles geil. Und halt auch, weil viele Spieler da waren, haben ihr Waffen angeboten. Ionic-Waffen. Kriegst du ja so gar nicht mehr. Weil keiner holt sie. Und Serena hat sich halt damals... Ich nenne dich jetzt beim Namen, aber ist ja egal. Er nimmt mir es bestimmt nicht böse, deswegen. Er hat ja damals auch die Ionic-Waffen gefarmt. Da hat sich da wochenlang hingestellt und hat die geholt. Sorry. Und... Oh, jetzt baue ich... Bett, ja, gleich. Bett. Gleich. So. Ich lieg. Ich komme. Nicht ausrutschen. Ich schlaf doch schon. Die Gelegenheit, um mir noch mal etwas Eistee nachzuschenken. Pfirsich. Ich mag Zitrone. Westcliff. Natürlich. Kann ich nur empfehlen. Ja, ich mag Zitrone, mag ich am liebsten. Ich nehme da immer, wie heißt das? Paja oder wie von Lidl. Das darf ich ja fast gar nicht sagen. Und die haben wir vielleicht sonst noch auf den Dötz. Wollen wir natürlich nicht. Sprich es aus. Wir dürfen nicht in Zwängen leben. Wenn ich gerne Aldi Eistee trinke von Westcliff, dann trinke ich gerne Aldi Eistee von Westcliff. Und wem auch immer ich das sagen will, dem darf ich es sagen. Gut, okay. Das ist mein Grundrecht. So, ich bin angelangt. Drei wunderschöne Biome. Die anderen dürfen es doch nur nicht sagen, wegen der kommerziellen Nutzung. Na gut. Wenn du jetzt zum Beispiel so einen Gronkh-Livestream guckst und dann haben die deswegen die Schuhe drüber, weil sonst ProSieben einen Anfall kriegt, wenn sie da ohne das ProSieben, was davon hat, Red Bull-Werbung machen. Ja gut, dann ist aber bei mir ein... Oh, hier gibt's Brunnen. Da ist aber für mich ein Mysterium. Er nennt aber trotzdem öfters mal Markennamen von seinen Minecraft-Videos. Wie kommt denn das dann? Weil sie halt rebellisch sind. Hm. Von Nitrado beispielsweise werden sie ja gesponsert. Das heißt, da darf er ruhig sagen. Ja. Maschine ist andere Sachen, darf er natürlich auch sagen. Ja, wie gesagt, ProSieben halt. Cool, hier sind zwei Wasserstellen, das ist ja mal geil. Was ihre eigenen Dinge angeht, da darfst du natürlich fröhlich nennen. Ja, okay. Aber, ja, bei anderen Sachen sollen sie natürlich nicht. Machen sie hin und wieder öfter. Naja, wie gesagt, du kannst so ein paar Internet-Heinis nicht kontrollieren. Die sind halt genauso krank wie jeder andere von uns. Krank, ja. Und da interessiert es die nur zweitrangig, aber natürlich kriegen sie trotzdem eins auf den Dates, wenn sie so viel Werbung machen. Aber wir dürfen das, weil wir sind ja 100% aprilfrisch. Und streichzart. Und streichzart, ganz genau. Das habe ich gesehen. Ich vernichte hier mal diesen einen riesen Krüppelbaum, gell? Du hast was gegen Krüppelbäume irgendwie, habe ich das Gefühl. Ja, ich mag diese asymmetrische Entstellung nicht. Du musst das immer vernichten, da fällt sich dann bei dir das Fadenkreuz aus. Das ist wie bei 300, weißt du? Ach so, wo sie von der Klippe geschmissen wurden, wenn sie Makel hatten. Ja, der gegen den einen in dem Film, der konnte doch das Schild nicht halten, den haben sie doch auch nicht mitgenommen, ne? Genau. Dann hat er sie verraten. Ja. So, ich bin angekommen. So, jetzt könnte ich hier das Plateau drauf bauen. Oh, es ist genauso, wie es auf der Live-Map war. Wundervoll. Ah, die Zitadelle der Einsamkeit. Ich sehe dich kommen. Sehr schön. Das hört sich schon nach was Geilem an. Ja. Das wird auf jeden Fall ein mehr Etagen großer Komplex. Jetzt baue ich aber als erstes eine Baumschule. Wo mache ich die hin? Nicht in der Wüste, aber nebenan ist ja ein Waldbiom. Das ist aber schon ein gutes Plätzchen ausgesucht. Alles läuft nach Plan. Sagen, dass ich die letzten Minuten ein bisschen wenig rede? Das ist eine Angewohnheit generell, wenn du gedankenversunken bist.
Ich lausche euren Ausführungen. Ja, ja, das sagst du jetzt. Du akustischer Voyeur, du kleines Ferkelchen. Du bedienst dich an unseren Ergüssen. Richtig. Ja, das will ich so nicht stehen lassen. Es wird hier immer sehr frivol. Frivol, feucht und fröhlich. Lecker. Ach ja. So, jetzt kann ich das wieder zumachen. Oh, wie die meine Zuschauer werden mich steinigen. Weil ich die ganze Zeit offen gelassen habe, das F3-Ding. Na gut, jetzt habe ich es zu. Ich habe ja mein Zielgebiet erreicht. Sowas macht man ja auch nicht. Hm? Sowas macht man ja auch nicht. Ich weiß, aber sonst hätte ich mich hoffnungslos verirrt. Machst du doch auch so. Ja. Hat nicht viel geholfen. Ja, am Schluss hat es dann geholfen. Ja, ich benutze ja, ich muss es leider gestehen, auf dem Raketenserver und vorher haben wir immer hauptsächlich Reis Minimap benutzt, da war das immer geil. Das war schon ein Luxus, auf den ich mir ungern verzichtet habe. Ja, da konntest du von allen Basen, habe ich dann immer die Koordinaten eingegeben. Ja, ich weiß, ich kenne die. Das ist geil und das funktioniert auch im Ding, im Nether. Funktioniert es auch richtig toll. So, nochmal hier erstmal eine Kistenknolle hin. So, halt, wichtig, einmal ein Schild, Resolant. So. Typische Angewohnheit, Schild dran und Zaun rum. Nein, einen Zaun mache ich nicht, aber so, jetzt machen wir erstmal eine Werkbench. Innenleben da wieder raus, aber ich brauche eine Axt, verdammte Axt, nie ist die Axt da. Jetzt machen wir hier erstmal eine kleine Kiste. Wunderbar. Ich stelle mich hier gleich neben dran. Haben hier auch gleich noch ein paar Fackeln hin, dass es hier nicht fault. So. Kann nichts wegholzen. Wobei das hier soll ja. Ja, das hier wird ja nicht weggeholzt, oder? Das hier wird weggeholzt, sehe ich das richtig? Andererseits will ich ja auch nicht so viel Hohlräume haben. Ja, dann mache ich lieber vollkommen. Bevor irgendwo was entsteht. Da werde ich eventuell nochmal Holz brauchen. Mal gucken, wie lange es reicht. So, jetzt gehe ich mal rüber in den Wald und jetzt fäll ich erstmal ein bisschen Holz. Liebe Zuschauer, wenn ihr euch jetzt fragt, warum ich das hier so massiv mache, vorher war es so schön filigran und das füllt jetzt ja hier das ganze Innenleben aus. Ja, das tut es, aber hier werden dann auch Kisten dran gepöbelt. Zip, zip. Also das gibt hier auch den Stauraum. Muss nur mal gucken, ob das hier mit der Ecke geht. Aber ich denke schon. Sollte ich vielleicht zuerst mal ausprobieren. Wollen wir mal nach dem Huhn, ob das ein Ei gelegt hat. Ja. Ja, das weiß ich. Wenn ja, dann ja. Schmeiß es hinein. Ein Ei. So, ihr Knollenfreunde, jetzt alle mal die Eierknolle. Eierknolle. Mal die Daumen drücken für die Eier hier. Ich Achtung, drücke. Ich werfe. Nix. Ach man, ey. Wo ist die Knollenkraft, wenn man sie braucht? Ja. Musst du zur Knolle beten? Dann bekommst du sie. Und wenn ich hier den kleinen Schrein habe, beziehungsweise den Tempel. Ich mache lieber gleich einen Tempel. Schrein ist zu schwach für die Energieübertragung. Nehmen wir gleich die volle Power. Dann geht's dann richtig los. Dann wird der Knollensaft mir noch mehr Power verleihen.